Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Willkommen zurück. Unsere Sommerpause ist vorbei. Und das ist gut so. Unsere Ferien sind vorbei. Auch in vielen Bundesländern geht die Schule wieder los. Und ich hatte ja wirklich gehofft, dass wir diesmal nicht mit dem Thema Lehrermangel einsteigen müssen. Und was ist? Lehrermangel zum Schulstart. Lehrermangel. Der Lehrermangel. Lehrkräfte fehlen. Wir haben so einen Lehrermangel. Der Unterricht fällt aus. In Sachsen zum Beispiel sind die meisten neu eingestellten Lehrkräfte inzwischen Quereinsteiger. Man braucht praktisch keine Qualifikation mehr. Lehrerinnen oder Lehrer können im Prinzip alle werden. Also Freischwimmer oder Gabelstaplerschein reicht aus. Oder was weiß ich, Bahnschaffner. Die sind ja richtig überqualifiziert. Können erste und zweite Klasse. Aber den Schuldienst, wenn sie wollen. Ja, wenn sie wollen. Die Sache ist ja die, wir haben in Deutschland im Moment praktisch Vollbeschäftigung. Da ist die Frage, wer gibt denn einen guten Job auf, um Lehrerin oder Lehrer zu werden? Niemand. Also man kann im Prinzip nur Leute fragen, die jetzt nichts Besseres zu tun haben. Lothar Matthäus. Der könnte es machen. Sport und Sexualkunde. Der Job als Lehrerinnen und Lehrer ist anstrengend. Bildungsvermittlung ist anstrengend und schlecht bezahlt. Vor allem an den Schulen, an denen der Lehrermangel am größten ist. Grundschulen und Berufsschulen. Dazu kommt die Tatsache, dass sich angestellte Lehrerinnen und Lehrer im Sommer oft arbeitslos melden müssen. Ist ja auch eine Unverschämtheit, ja? Lehrer müssen jobben gehen. Ja, ich war letztens in der Kneipe, da hat ein Lehrer gekellnert. Ich habe es gemerkt, weil er wirklich alle 10 Minuten zu uns an den Tisch kam. Hört auf zu quatschen, sonst setze ich euch auseinander. Und dann ist ja Bildung in Deutschland Ländersache. Und die Bundesländer werben sich gegenseitig die Lehrerinnen und Lehrer ab. Dieses föderale System, ich meine, es mag seine Vorteile haben, hier ist es doch ein großes Problem. Ja, 16 Bundesländer mit eigenen Bildungspolitikern, die quatschen alle mit. Unsere Bildungsministerin Anja Karliczek wollte das Problem eigentlich angehen. Anja Karliczek von der CDU. Ja, sie, wie soll man sagen, sie ist, ich will ihr nicht zu nahe treten, sie kommt im Kabinett jetzt nicht so richtig mit dem Stoff, habe ich das Gefühl. Also, man kennt den Fall, wenn die Eltern irgendwann sagen, oh, ob das richtig war, Bundeskabinett, vielleicht auch doch eine Überforderung. Also akut versetzungsgefährdet, würde ich sagen, Anja Karliczek. Versucht immer abzuschreiben bei der Klöckner, die stellt das Mäppchen hoch. Also Anja Karliczek, so stelle ich mir das vor. Ja, Anja Karliczek, unsere Bildungsministerin von der CDU, hat vor über einem Jahr beschlossen, dass es einen nationalen Bildungsrat geben soll. Also, dass die Länder mal gemeinsam an einem Strang ziehen. Und was hat sich getan? Der Bildungsrat hat sich noch nicht mal getroffen. Es steht noch nicht mal fest, wer da drin sitzen soll. Also wenn man in der Schule so wenig Leistung zeigt wie Frau Karliczek, dann müssen normalerweise eigentlich mal die Eltern kommen. Es gibt noch keinen nationalen Bildungsrat. Was ist denn da los? Wie kann denn das sein? Funktioniert die WhatsApp-Gruppe nicht? Ich stelle mir das so vor. Karliczek hat doch wahrscheinlich einen WhatsApp-Chat. Ja, hat sie da eröffnet, direkt nach den Koalitionsverhandlungen 2018, hat sie in die Gruppe geschrieben. Hi Leute, hab gelesen, dass wir einen nationalen Bildungsrat wollen, spreche deshalb mal mit der Bildungsministerin. Dann ein Jahr später, ups, das bin ja ich, hat einer Bock auf ein Treffen. Bayern meldet sich, wir haben gerade keine Zeit, hier ist bald Oktoberfest. Bremen, Bildungsgipfel hört sich gut an, kennen uns aber nicht so gut aus, was sind Gipfel und was ist Bildung? Baden-Württemberg, Anfragen auf Hochdeutsch beantworten wir nicht. Hessen fragt, was passiert denn beim Bildungsgipfel? Karliczek, da treffen sich Leute aus allen Ländern und quatschen. Sachsen, wir sind raus, wir treffen hier nicht gern Leute aus anderen Ländern. Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen meldet sich, egal wann können nicht kommen, müssen unsere Kinder von der Schule abholen. Unterricht fällt aus. MacPom, hallo Leute, worum geht's? Haben gerade das Internet bekommen, haben wir was verpasst. Karliczek sagt, wir suchen Experten, die sich mit den Bedürfnissen von jungen Menschen auskennen. Hamburg, kein Problem, hat jemand die Nummer von Justin Bieber. Thüringen kommen nur, wenn wir am meisten Geld kriegen. Hier wird es immer schlimmer, seit die Mauer weg ist. MacPom, die Mauer ist weg. Scheiße, wir haben doch was verpasst. Es ist das reinste Chaos. Föderalismus at its worst. Es gibt nach wie vor 16 verschiedene Varianten, wie man in Deutschland Abitur machen kann, welche Prüfungen man da braucht, in welchen Fächerkombinationen man nach wie vielen Jahren diese Prüfung ablegen muss. Es gibt nicht mal ein Abi-Vergleichsportal, Karliczek24. Ja?
Man begreift es überhaupt nicht. Es sind in verschiedenen Bundesländern verschiedene Taschenrechner für das Abi zugelassen. Es gibt in einigen Ländern einsprachige Wörterbücher, in anderen zweisprachige Wörterbücher, die zugelassen sind fürs Abitur. Es gibt natürlich G8 und daneben auch G9. Viele Bildungsforscher sagen, wer die Regelungen zum Abitur in Deutschland versteht, sollte es deswegen automatisch auch kriegen. Ja, also spielend einfach ist das alles nämlich nicht. Jetzt neu. Oh no, Abi. Spiel dich zum Abitur in Deutschland. Und das mit den verrücktesten Regeln der Republik. Neun, Sachsen. Gymnasium Schillerstraße in Zwickau. Ja super, da muss ich nur 8 Jahre bis zum Abitur machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niedersachsen. Oh, da muss ich 9 Jahre bis zum Abi machen. Ja, und darfst beim Mathe-Abi nicht mal einen Taschenrechner benutzen. Ja, super. Politisches Ereignisfeld. Oh, Regierungswechsel in Schleswig-Holstein. Das G8-Abitur wird wieder abgeschafft und durch G9 ersetzt. Setze 1 Jahr aus. Oh, Mann. Erlebe die unfairsten Unterschiede. Scheiße. Gehe nach Bremen, begib dich direkt dorthin. Ziehe keine Bildung von irgendwo anders ein. Scheiße. 3, 4, 5, 6. Gymnasium in Berlin, da krieg ich das Abi hinterhergeworfen. Ja, das sieht man aber auch an den Leuten, die bei euch die Flughäfen bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schlossallee München, Leute. Bayern, da gibt's die beste Bildung. Oh. Dafür hast du da aber auch das schwerste Abitur. Ich sag mal, ciao, Medizinstudium. 1, 2, 3, 4. Bundesbildungsministerin Karliczek spricht sich für das Zentralabitur aus. Die Kultusminister laufen Sturm. Drehe das komplette Spielfeld auf den Kopf und würfle aus politischem Kalkül wieder alles durcheinander. Was ein Scheißspiel. Oh no, Abi. Das verrückteste Bildungsspiel der Republik. Jetzt auch in Ihrem Bundesland. Ein Film von Max Engel und Henning Nasse. Dieses föderale System sorgt auch dafür, dass in Deutschland verhältnismäßig wenig Geld für Bildung ausgegeben wird. Ja, Bildung ist Ländersache und Bildung und Wissenschaft gehören eben zu den wenigen Bereichen, in denen die Länder überhaupt eigenverantwortlich sparen können. Deutschland liegt im OECD-Vergleich bei den Ausgaben für Bildung im unteren Drittel. Also prozentual gemessen am Bruttoinlandsprodukt liegt Deutschland hier. Platz 35 im unteren Drittel oder wie deutsche Schüler sagen würden, ein Drittel, das sind ja fast 20%. Ja. Und diese Unterfinanzierung spürt man auch allein die baulichen Mängel. Ich meine, das merkt man, und man geht ja nicht in eine Schule rein und denkt, oh, das ist aber hier wertschätzend, ja, das ist wichtig, hier wird investiert. Nein, es gibt inzwischen eine allgemeine Schulpflicht, die gibt es natürlich schon lange, demnächst, sage ich Ihnen, gibt es auch eine allgemeine Helmpflicht für Schülerinnen und Schüler. Es besteht an deutschen Schulen ein Sanierungsbedarf von insgesamt 34 Milliarden Euro. 1 Milliarde wäre wahrscheinlich allein dafür nötig, die Klos zu putzen. Und der Schimmel in vielen Klassenzimmern ist inzwischen so alt, er ist selbst schon schulpflichtig. Schulfilmklassiker würden heute auch ganz anders heißen. Die Rohrzangenbowle. Und auch bei der Chancengerechtigkeit sieht es immer noch schlecht aus. Bei gleicher Leistung bekommen Kinder aus Akademikerfamilien 3-mal häufiger eine Gymnasialempfehlung als Kinder aus Arbeiterfamilien. Wohlhabende Eltern schicken ihre Kinder ja auch immer häufiger auf Privatschulen. Die Zahl der Privatschulen hat sich in den letzten 20 Jahren vervierfacht. Das heißt immer, ja, da können ja alle hin. Ja, aber diese Privatschulen werden meistens von Fördervereinen getragen. Und die suchen sich natürlich am liebsten besonders reiche Eltern aus. Die Wohlhabenden sind dann unter sich. Es gibt Privatschulen, die nehmen im Biounterricht nur noch 2 Tiere durch. Auster und Hummer. Wie ernst ist es, meine Damen und Herren? Wie ernst es tatsächlich ist, das sieht man daran, dass es eine ganz neue Reklamedition gibt mit Titeln passend zum Zustand des deutschen Bildungssystems. Zum Beispiel hier über verzweifelte Referendare, die Leiden des jungen Lehramtsanwärters. Über alte Lehrer, die weiterunterrichten müssen, Nathan der Greise. Und über den ewigen Streit zwischen den Bundesländern, Randale und Hiebe. Natürlich wollen wir auch Mut machen. Gerade jetzt zu Beginn des Schuljahres wollen wir Schülerinnen und Schüler natürlich auch Mut machen. Das macht am besten jemand, der sich auskennt. Hier ist der Vize-Ersatz-Pressesprecher der Deutschen Kultusministerkonferenz, Thorsten Sträter.
Danke. Ja. Liebe Eltern, liebe Schüler, das neue Schuljahr und für viele kleine Eumel sogar das allererste Schuljahr steht bevor. Gestatten Sie mir deswegen an Ihren Schädeln vorbei, direkt und barrierefrei in die Kinder- und Jugendzimmer der Republik zu sprechen. Liebe Kinder, ich darf im Namen des Kultusministeriums ganz herzlich grüßen. Beginnen wir nun mit dem Unterricht. Eine uralte Zen-Weisheit sagt, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer. Das stimmt so nicht. Erstens mal ist morgens um 8 keiner bereit. Und zweitens herrscht Lehrermangel. Da kommen dann auch Leute aus anderen Berufen. Das sind sogenannte Seiteneinsteiger. Da kann ein Bäcker dann auch schon mal Deutsch unterrichten. Immerhin muss nicht andersrum ein Deutschlehrer Brötchen backen. Denn die wären dann zwar grammatikalisch einwandfrei ausgeschildert, würden vielleicht aber schmecken wie vollgestrullte Sportsocken. Andersherum geht das aber. Und die Antwort, warum das so ist, lautet, frag nicht. Dafür gibt's viele Gründe. Zum einen liegt das an den Flüchtlingskindern, die zu uns gekommen sind und jetzt erstmal Deutsch lernen müssen, und zwar vom Bäcker oder wer eben da ist. Zum anderen kommen generell viele Kinder nach. Wir nennen das geburtenstarke Jahrgänge. Dagegen ist nichts zu machen, weil wir vom Kultusministerium die Bürger nicht anweisen dürfen, das Bumsen einzustellen. Gut so wahrscheinlich. Außerdem, Kinder, seid ihr eine elende Saubande. Weswegen nicht wenige Lehrkräfte mit den Nerven fertig sind oder verschlissen wie ein Tischtuch vom Ballermann in Rente gehen. Oft fahren sie dann in die Provence, das ist die Gegend, wo die Gewürzmischung herkommt. Die pensionierten Lehrerinnen und Lehrer, hören Sie zu, brauchen einfach zum Ende in einen optisch ansprechenden Ort. Denn die meisten Schulen sind bekanntlich runtergekommen wie der hinterletzte Klingonenpuff. Alles kaputt. Schimmel, Sanitäranlagen wie aus Saw 1 bis 4, Computerräume, in denen der fahle Geist von Windows XP spukt, Löcher in den Wänden, richtig lecker das Ganze. Das könnte man natürlich sanieren. Geld wäre da. Dafür werden auch oft Handwerker angeschrieben, die haben aber schon so gut zu tun und müssen außerdem krasse Auflagen erfüllen und Unmengen von Dokumenten beibringen. Da kratzt sich so mancher Fachmann ratlos mit dem Zollstock an der Kimme. Verständlich. Und das Kultusministerium hat zwei linke Hände und die sind uns auch noch gebunden. Also, alles, was bleibt, ist das, was wir haben. Alles bleibt, wie es ist. Auch dieses Jahr gehören SIF, ausgefallene Stunden, Planlosigkeit und Chaos zum Tagesgeschäft. Und wenn gar nichts mehr geht, Licht aus und 3 Stunden Schindlers Liste. Ihr seht, das ist ein schöner Film. Wenig Saurier, aber schöner Film. Ihr seht, leicht wird es nicht. Deswegen ein paar Tipps von Vize-Ersatz-Pressesprecher, alt zu Mensch, jung. Ihr schafft das schon. Eure Schule ist nun mal nicht Hogwarts. Wenn ein Hut mit euch redet, habt ihr irgendeine Vergiftung. Aber eure Lehrer, die noch da sind, geben sich Mühe. Seid nachsichtig mit ihnen, die gehen um Zahnfleisch. Macht weiter Fridays for Future und hofft auf Mondays for Monteure. Hinterfragt alles. Macht euch nützlich. Teilt, was ihr zu teilen habt. Lest in eurer Freizeit mal ein Buch. Euer Wortschatz wird es euch danken, ihr Opfer. Und dann lasst ihr irgendwann so einen Kackhaufen einer maroden Unterrichtsruine hinter euch und betretet das richtige Leben. Macht was draus. Lernt. Ich habe gehört, Handwerker soll ganz lukrativ sein, aber vielleicht möchtet ihr auch Lehrer werden. Das wird sicher heftig. Aber ihr kennt dann immerhin schon mal den Weg zur Arbeit. Schönen Gruß und YOLO, euer Kultusministerium. Vielen Dank, Thorsten Schnetter. So. Was ist noch passiert in der Extra-3-Sommerpause? Ganz wichtig, ja, das ist wirklich eine Veränderung. Also ich habe mir verwundert die Augen gerieben. Das Thema Klimaschutz ist plötzlich total angesagt. Seit die Grünen so viele Wählerstimmen abgreifen, überbieten sich auch die anderen Parteien mit irgendwelchen Vorschlägen. Und sie müssen sich natürlich ranhalten, sie haben lange gepennt. Inzwischen steht die Uhr beim Klimaschutz nicht mehr auf 5:12, es ist 5:12. Wir haben schon zweimal die Snooze-Taste gedrückt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wird zum
Öko. Ja, ich weiß nicht genau, was er hier macht. Ich glaube, er. Ja, er versucht die Natur kennenzulernen. So ein bisschen wie Markus Söder im Glück, mein erster Baum. Ich weiß es nicht genau. Er versucht, es ist keine Umarmung. Das ist es nicht. Es ist eher Armlänge Abstand. So sicher, er hat wahrscheinlich noch nie mit einem Baum zu tun. Vielleicht, man hört ja, sie schlagen aus. Also ich weiß. Markus Söder haut zur Zeit wirklich, also jede Woche ein Vorschlag Minimum raus. Bahntickets billiger, mehr Radwege, Plastiktüten weg, Klimaschutz ins Grundgesetz, alles um die Grünen zu bekämpfen. Ich wette, wenn die Grünen noch 5% mehr kriegen in den Umfragen, der Söder geht im nächsten Fasching als Greta Thunberg. Jetzt zeigt er schon Fotos, jetzt zeigt er Fotos von sich rum, auf denen er Saatgut verteilt für Blühstreifen, die Bienen anlocken soll. Ja, macht er ganz stolz. Saatgut, er sät aus für die Bienen, kümmert sich um das Wohl von Tieren. Ist das überhaupt noch die CSU? Das einzige Tier, das hier in den letzten 74 Jahren Parteigeschichte interessiert hat, war doch die Weißwurst. Söder will auch schon früher aus der Kohle aussteigen. Wahnsinn, was für ein Rebell. Gut, er kann das natürlich fordern. Bayern hat keine Braunkohlekraftwerke, also das hat für Söder ungefähr so viel Relevanz, wie wenn er sagen würde, pass mal auf, Leute, wir fischen ab jetzt in Bayern nur noch nachhaltigen Matjes. Söder ist aber nicht der Einzige, der mitbietet bei der beliebten Challenge, wer ist der größte Klimaretter, ohne dass was passiert. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will eine Abwrackprämie für Ölheizung. Ich kriege da immer Angst bei dem Wort Abwrackprämie, die gute alte Abwrackprämie. Ich habe immer Angst, dass da nicht doch irgendwie die Autoindustrie subventioniert werden soll, dass sie das irgendwie wieder miteinander verbinden. Was weiß ich, dann kriegt man 3.000 Euro, wenn man seine Ölheizung abschafft und die Bude mit einem alten VW-Diesel heizt. Ich weiß es nicht. Oder Armin Laschet, der hat den Wald für sich entdeckt. Ja, auch ein schönes Foto. Ja, natürlich, was die Fotografen wohl immer sagen. Stellen Sie sich doch mal bitte so lässig an den Baum. Baumprämie auch für Privatpersonen. Ich habe letztens noch einen Balkon Petersilie gepflanzt. Mal gucken, was er mir zahlt. Armin Laschet ist ja der Ministerpräsident des Bundeslandes, das den Hambacher Forst hat abholzen lassen. Ja, der Hambacher Forst wurde abgeholzt in Nordrhein-Westfalen und jetzt denkt sich auf einmal, wir brauchen mehr Wald. Das ist ja mal eine Erkenntnis und er hat natürlich recht. 5 Bäume vorm Fenster und schon sieht man die Verwüstung des Braunkohletagebaus gar nicht mehr so sehr. SPD-Umweltministerin Svenja Schulze wiederum kämpft einen tapferen Kampf gegen die Plastiktüte. Und es ist ja auch sinnvoll, es sind auch alle dafür. Das ist, die SPD ist dafür, die CSU ist wirklich Konsens, die EU ist dafür, sogar der Papst soll spontan gerufen haben, super, das passt zur katholischen Kirche, wir verbieten den Leuten seit Jahren die Plastiktüten. Nur eine ist natürlich mal wieder dagegen, dreimal dürfen Sie raten, Julia Klöckner. Nur Verbote, so wie es die Grünen wollen, ohne eine Antwort zu haben, was denn die Alternative ist. Ja, damit sind die Bürger nicht zufrieden. Das geht natürlich nicht. Man muss den Bürgern auch die Alternativen zur Plastiktüte aufzeigen. Ich frage mich gerade, wie viele von Ihnen sitzen jetzt verzweifelt vor dem Fernseher? Es sind sicher viele, die sich gerade fragen, uns muss doch einer erklären, wie man dann einkaufen kann. Da ist die Wissenschaft gefragt. Es braucht eine tragfähige Lösung. Eine Alternative zur Plastiktüte. Ich habe Leute im Supermarkt weinen sehen, ja, die auf Plastiktüten verzichten. Dann haben sie 10 Tomaten gekauft. Die haben geheult, weil sie nicht wussten, wie sie die ohne Plastiktüte nach Hause kriegen. So viele Hände hat man doch gar nicht. Manche haben in ihrer Not jede Tomate einzeln im Supermarkt abgeholt. Mit dem SUV. Es ist unglaublich kompliziert. Unglaublich kompliziert. Es ist eine gewaltige Herausforderung für uns alle, nachhaltig und möglichst frei von Plastik zu leben. Aber man kann es schaffen. Okay. Und das ist dann Ihr Geld. Dankeschön. Vielen Dank, schönen Tag noch für Sie. Danke. Nicht schießen. Keine Schüsse. Hau schnell.
Das geht nicht, das kann ich nicht machen. Was? Warum denn nicht? Das ist eine Plastiktüte. Das geht ja gar nicht. Wissen Sie eigentlich, was Plastiktüten für die Umwelt bedeuten? Jede Minute werden 15.000 Kilo Plastikmüll in den Ozean gespült. Schnauze! Und müllen uns die Strände voll. Sie Schwein! Ah! 15.000, ja? Oh. Die Vögel verwechseln die Plastiktüten mit Futter und ersticken dann ganz jämmerlich. Ja, das wusste ich nicht. Sie können meinen Jutebeutel haben. Den können Sie auch wiederverwenden. Für den nächsten Überfall. Okay. Jetzt langsam. Die Maske ist aber nicht aus Nylon, oder? Das glaube ich jetzt nicht. So eine Nylonfaser braucht 400 Jahre, um abgebaut zu werden. Die sind hauptsächlich aus Erdöl, was die Förderung und der Transport allein für die Umwelt bedeuten. Umweltsau. Nehmen Sie meine. Das ist echte Handfaser. Müssen Sie sich aber gucken. Danke. Stopp! Sie haben da jetzt nicht gerade die ganze Zeit draußen Ihren dreckigen Dieselmotor laufen lassen, oder? Nee. Das ist nämlich ein Elektroauto. Och, das kann doch nicht wahr sein. Was die dreckige Lithiumförderung mit dem Ökosystem in Südamerika macht, ist Ihnen wohl völlig egal, was? Gottes Willen! Ja, dann klaue ich mir jetzt da draußen noch ein Fahrrad. Zufrieden? Besser. Max Engel und Freddy Radeke. Alle Parteien geben sich gerade grün. Es ist ein Trend, aber natürlich schrecken Sie auch davor zurück, irgendetwas zu fordern, das nach Zwang klingen könnte, nach Einschränkung, nach Verbot, nach Spaßverderben. Das will keiner. Auch die Grünen wollen nichts mehr verbieten. Ein Veggie-Day pro Woche, also Veggie-Day allein, also vor allem nicht pro Woche. Also so einen Vorschlag würden die Grünen nicht mehr machen, wenn dann ein Veggie-Day im Monat, in Monaten, die auf T enden, wenn gleichzeitig Vollmond ist, sowas. Auch sonst sind die Grünen wirklich weichgespült inzwischen. Die Grünen wollen zum Beispiel, dass CO2 einen angemessenen Preis bekommt. Okay, und Sie fordern 40 Euro pro Tonne CO2. Nur zur Info, das Umweltbundesamt sagt, 180 Euro pro Tonne wären angemessen. Die Grünen sagen 40 Euro, die GroKo sagt 35. Also diese 5 Euro, ja, das ist der Unterschied zu den Grünen. Wenn das eine Ökopartei sein soll, dann sind die Toten Hosen Punk. Die Grünen wollen halt keinem mehr wehtun. Sie vermeiden das Wort Verbot wie alle anderen auch. Verbot darf man nicht sagen. Deswegen wollen ja auch Habeck und auch Söder und AKK, sie wollen nur noch Anreize schaffen. Davon ist immer die Rede, Anreize schaffen. Und da muss ich sagen, bevor die anfangen, mich anzureizen, da kriege ich lieber was verboten. Die Grünen wollen auch die innerdeutschen Flüge bis 2035 auf Null fahren. Das ist löblich. Denn es wird tatsächlich innerhalb Deutschlands zu viel geflogen. Die Grünen wollen Inlandsflüge überflüssig machen. So wird das formuliert. Es wird sogar von den Abgeordneten selbst zu viel geflogen. Die 709 Bundestagsabgeordneten haben seit Beginn der Legislaturperiode bislang 1.182 Dienstreisen abgerechnet, fast alle mit dem Flugzeug. Und die meisten Flugreisen machen die Grünen. Es heißt aber auch Nachfrage, dafür wird selbstverständlich eine CO2-Kompensation vorgenommen. Es läuft so, man geht auf eine Internetseite, macht zwei Klicks, zahlt ein paar Euro. Irgendwo wird ein Baum gepflanzt, man kann sich wieder hinlegen. Sowas gibt es jetzt in allen Bereichen. Hauptsache, man muss sein Verhalten nicht ändern. Ein paar Tipps gefällig. Hier ist unser Experte Heinz Strunk. Frage: Verdrängen Sie den Gedanken an Ihre persönliche Klimabilanz bei einer frisch aufgebrühten Kaffeekapsel? Haben Sie ein schlechtes Gewissen, wenn Sie mit dem SUV zum Zigarettenautomaten fahren? Ist Ihnen irgendwie nicht wohl, wenn Sie von Hannover nach Hamburg fliegen, anschließend mit Mein Schiff 11 auf Kreuzfahrt in die Antarktis fahren, um dort die letzten lebenden Eisbären anzugucken? Das muss nicht sein, denn zum Glück
tun immer mehr Bürger alles dafür, um die drohende Klimakatastrophe abzuwenden. Und das ganz ohne ihre liebgewordenen Freiheiten aufzugeben. Petra F. aus G. Bei meiner letzten Kreuzfahrt habe ich während des Zähneputzens das Wasser nicht laufen lassen. Ging auch. Eben. Moderner Ablasshandel ist das Stichwort. Hier ein paar Beispiele. Wer auf Interkontinentalflüge, Karibikkreuzfahrten und Spritzwasser partout nicht verzichten will, muss eben woanders sparen. Benutzen Sie falsch bedrucktes Papier als Notizzettel. Graben Sie Ihren eigenen Komposthaufen. Nutzen Sie eine Brotdose und schon haben Sie sich 10.000 extra Flugmeilen verdient. Wer sein TV-Gerät ausschaltet, statt im Standby-Betrieb zu halten, Plastikstrohhalme mit zweimal benutzt, Fenster im Winter schließt, statt auf Kipp stehen zu lassen, der darf seinen Elektroschrott wieder wie früher im Wald vergraben. Bertram H. aus E. Ich kaufe zum Beispiel nur noch abgelaufene Lebensmittel. Dafür fahre ich meinen Euro Diesel 2, bis er auseinanderfällt. Oder Erna F. aus R. Aus den Ärmeln meiner alten Pullis bastel ich Stulpen, mit denen ich im Winter prima meine Handgelenke wärmen kann. Dafür gönne ich mir jetzt täglich einen Schweinebraten. Apropos Schweinebraten. Für eine ausgeglichene Ökobilanz sollte ab sofort auch Ihre Ernährung sorgen. Die Herstellung von einem Kilo Gemüse verbraucht nur 100 Gramm CO2, ein Kilo Rindfleisch jedoch 28 Kilo CO2 und, jetzt kommt's, bis zu 18.000 Liter Wasser. Das sind 110 Badewannen voll. Günther T. aus D. reagiert beleidigt. Dann bade ich jetzt eben gar nicht mehr. Richtig so, Günther, Sie haben das Prinzip verstanden. Zum Schluss ein paar tolle Alltagstipps, wie auch Sie sich die ein oder andere Umweltsünde erkaufen können. Plogging. Müll aufsammeln beim Joggen. Alte Waschlappen nicht wegschmeißen, sondern bügeln und als Mauspad benutzen. Und gleich galoppiert ihr Mäuschen doppelt so schnell. Falls Ihnen die Schokostreusel für den Cappuccino ausgegangen sind, Barthaare von der letzten Rasur tun's auch. Und naschen Sie fair. Ein unverpackter Schoko-Osterhase macht zwar schmutzige Hände, aber ein reines Gewissen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend. Gerade bei Kreuzfahrt braucht es viel Kreativität, um die sie schön zu reden. Kreuzfahrten, die Städte, die von den Kreuzfahrtschiffen angefahren werden, erleben zunehmend einen ökologischen Kollaps. Venedig, hohe Feinstaubbelastung oder auch Dubrovnik, die Massen des Kreuzfahrttourismus in Dubrovnik, hier sieht man es. Also es ist schon Wahnsinn. Die Profitgier der Kreuzfahrträder macht diese Orte kaputt, die kommen regelrecht unter die Räder. Ja, es werden kleinste Fischerdörfer von Menschenmassen heimgesucht, immer mehr Inuit sagen, wir halten es nicht mehr aus, wir verlegen unser Dorf ins Landesinnere und den Fisch bestellen wir bei Amazon, was soll's. Verrückterweise sind ja Kreuzfahrten beliebt, gerade in die Gegenden, die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind. Man kann sich schon vorstellen, wie es demnächst auf dem Traumschiff sein wird. Captain, wo sind denn jetzt diese Malediven? Noch etwa 200 Meter. Ist das rechts oder links von uns? Unter uns, wo sonst? Die Branche wiederum sagt, Containerschiffe machen noch mehr Dreck. Und das stimmt. Ich meine, schlimmer geht's natürlich immer. Es gibt jetzt aber auch Kreuzfahrten, bei denen kann man seinen ökologischen Fußabdruck dann wieder etwas verkleinern. Willkommen zurück im ökologischen Ablasshandel. Daniel Sprenger, bitte. Diese Menschen sind Veganer. Sie verzichten auf jegliche tierische Produkte, auch im Urlaub, aus gutem Grund. Das Ganze drumherum mit dem Tierleid und dieser ganze Rattenschwanz, der dann folgt mit der Umwelt. First time for the environment. I think if we're going to have a sustainable future, we need to make the food system part of the conversation. Nachhaltigkeit und Umweltschutz, wo könnte man das besser leben als auf einem Kreuzfahrtschiff? Die Vasco da Gama ist von Kiel zur ersten veganen Hochseekreuzfahrt aus Deutschland aufgebrochen. An Bord gab es nur tierfreies Essen auf dem Weg einmal quer durch die Ostsee. Die Reise führte über Danzig, Riga und Tallinn nach St. Petersburg und von dort über Helsinki und Stockholm wieder zurück nach Kiel. Das war eine wunderschöne Fahrt und wir haben das sehr genossen, mit so vielen Veganen zu fahren. Ja, war großartig. Richtig toll.
We wanted to join other vegans on this cruise and have a wonderful time on the Baltic, so we had an amazing time. Ja, amazing. Veganes Leben ist Klimaschutz, auch auf hoher See. Wenn man sich überlegt, wie viel CO2 spare ich ein, weil ich mich vegan ernähre, und wie viel CO2 verursache ich aber mit einer Kreuzfahrt, dann ist da ein erhebliches Missverhältnis. Eine Kreuzfahrt ist und bleibt per se sozusagen nicht klimafreundlich, sie wird auch niemals umweltfreundlich sein. Aber das ist doch zweitrangig, was das Schiff so an Schadstoffen rausbläst. Wichtig ist, was an Bord vom Veranstalter Vegan Travel alles für die Umwelt getan wird. Wir versuchen eben, auch wenn das für viele wiederum wie ein Widerspruch klingt, so nachhaltig wie möglich zu sein, indem wir eben mit Biokosmetik an Bord arbeiten. Unsere Shirts, die wir verkaufen hier, sind aus Biobaumwolle. Der Ruf des Unternehmens hat sich international herumgesprochen. Von überall her kommen die Menschen. Toronto, Canada. Wir sind die Kindermann-Familie aus Argentinien. Atlanta, Georgia. Das sind ja alles ganz schön lange Wege. A long way, but totally worth it. Ah, totally. And it's so öko. Aus Übersee nach Hamburg fliegen, um dann mit dem Kreuzfahrtschiff durch die Ostsee zu schippern. Dass die Leute eben teilweise über sehr weite Strecken mit dem Flugzeug anreisen, dann ist natürlich die CO2-Bilanz komplett verhagelt. Ach, so oft macht man das ja auch nicht, so eine Kreuzfahrt. Zumindest nicht als Veganer. I've been vegan for 5 years. This is the 10th cruise that we've been on with the same company, Vegan Travel. This is great. This is the future. Genau. Kreuzfahrt for future. Das geht auch nicht nur freitags. Jemand, der sich so gar keine Gedanken macht über Nachhaltigkeit und CO2-Ausstoß, das ist natürlich der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der Samba-Trump. Manche sagen auch der Depp von Ipanema. Sagen manche. Ich zum Beispiel. Der lässt den Regenwald am Amazonas abholzen. Und das, obwohl der Regenwald für den Fortbestand der Erde unverzichtbar ist. Ich sag's nur ungern, Leute, aber wenn das so weitergeht, dann haben wir alle in den letzten Jahren umsonst Krombacher gesoffen. Es gab wirklich in diesem Jahr schon 200% mehr Rodungen als im Vorjahr. Jede Minute verschwindet Regenwald in der Größe von 3 Fußballfeldern. Das ist ja Wahnsinn, oder? Fragen Sie sich auch. Ich meine, wenn schon 3 Fußballfelder verschwinden müssen, warum dann im Regenwald? Warum nicht in Wolfsburg, Hoffenheim oder beim RB Leipzig? Aber Bolsonaro lässt den Regenwald fällen, damit dort Rinder gehalten werden können, damit Soja angebaut wird als Futter für die Rinder. Und es ist ihm herzlich egal, dass unsere Umweltministerin Svenja Schulze die deutschen Mittel für den Schutz des brasilianischen Regenwaldes stoppt. Viel entscheidender und viel erfreulicher für Bolsonaro ist, dass die EU gleichzeitig ein Handelsabkommen mit den sogenannten Mercosur-Staaten beschlossen hat. Bisher verlangen die Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay für Produkte aus der EU hohe Einfuhrzölle. Bei Autos bis zu 35%, bei Maschinen bis zu 20%, bei Chemikalien bis zu 18%. Die Abschaffung dieser Zölle soll den Absatz der Produkte massiv steigern. Im Gegenzug aber will die EU zollfreie Importe für viele Agrarprodukte aus Südamerika zulassen. Rindfleisch, Geflügel, Zucker und Ethanol zum Beispiel. Und das zerstört weitaus mehr Regenwald, als Svenja Schulze jemals retten könnte. Wir kaufen noch mehr Rindfleisch aus Brasilien. Das heißt noch mehr Brandrodung, noch mehr Weideflächen, noch mehr Sojaanbau. Es ist der Beginn einer wunderbar zerstörerischen Freundschaft. Da ist es dann plötzlich wieder eine heiße Romanze mit Bolsonaro. Ja? Pflanze Soja mit mir. Bolsonaro, vielen Dank. Ein Applaus für die Performance. Ich danke Ihnen sehr. Das ist sehr, sehr wohlwollend. Bolsonaro hat nun auch den Chef der eigenen Behörde gefeuert, die die Rodungen im Regenwald dokumentiert. Und dann hat er auch noch die Cheflobbyistin der Agrarindustrie zur Landwirtschaftsministerin gemacht. Die Cheflobbyistin der Agrarindustrie wird Landwirtschaftsministerin. Wahnsinn! Ich wusste gar nicht, dass Julia Klöckner auch noch für Brasilien Zeit hat. Meine Damen und Herren, es ist es ist Zeit für ein Lied. Ein Lied für den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro.
Wenn ich gewählt werde, wird es keinen Zentimeter an Schutzgebieten mehr geben für die Indigenen. Hier in Brasilien regiert ein Fiesling, mag Polizei und Militär und ballert gerne mit Gewehr. Die Ureinwohners vom Amazonas, die müssen weg, egal was soll's, für Ackerbau und Tropenholz. Der Bolsonaro sagt, geht hin und holzt ihn ab. Und sprichst du vom Klimawandel, wirst du ausgelacht. Dieser Opa ist Brasilianer, nur kein besonders humaner. Er steht auf Soja, so ein Agrarner. Er mag lieber Rinder statt Zukunft für Kinder. Ja, der Opa hat den Schuss nicht gehört. Seit Amtsantritt von Präsident Bolsonaro hat die Abholzung stark zugenommen und könnte auch langfristig weiter steigen. Und will Europa ihn auch ermahnen, die grüne Lunge, die ist ihm Banane. Der Wald bringt Kohle und jetzt ist Zahltag. Er sagt, ich find's gut und nach mir die Sintflut so wie Noah. Danke, Dennis Taub und Jesko Friedrich. Vom Tropen-Trump zum echten Trump. Und vielleicht ist ja bald Trump der Tropen-Trump, wenn sich die Klimazonen weiter verschieben. Auch Donald Trump glaubt nicht an den menschengemachten Klimawandel. Dafür glaubt er, dass Windräder Krebs erregen. Ja, glaubt er. Stimmt auch, wenn man sie raucht. Deswegen lehnt es Greta Thunberg, und ich kann das gut verstehen, sie lehnt es ab, Trump zu treffen. In New York hat sie gesagt, sie will ihre Zeit nicht mit einem Treffen mit Donald Trump verschwenden. Trump hat, ja, völlig verständlich. Und ich glaube, Trump hat dann auch abgesagt, er weiß zwar nicht, wer Greta Thunberg ist, aber sie ist nicht sein Typ. Wir müssen aber Trump auch mal loben. Er hat es wirklich während unserer Sommerpause geschafft, weder einen Weltkrieg anzuzetteln, ich meine, es war haarscharf, aber er hat es geschafft, kein Weltkrieg und auch in keinem Pornofilm mitzuspielen. So viel Selbstdisziplin hätte ich ihm jetzt gar nicht zugetraut. Es gab auch in diesen zwei Monaten nur zwei große Massaker oder wie man in den USA sagt, ein friedlicher Sommer. Es gab Amokläufe in El Paso und in Dayton und Donald Trump war betroffen und schockiert im Rahmen seiner Möglichkeiten und auch das mit den Städten hat er etwas durcheinander gebracht. May God bless the memory of those who perished in Toledo. Ja, Toledo, Dayton, ich meine, das sind Details. Das kann er nicht wissen. Ich meine, nur weil sie seine Landsleute erschießen, kann er sich jetzt nicht auch noch den Ort merken. Das ist wirklich zu viel verlangt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er wirklich weiß, was Toledo ist. Vielleicht hält das auch für ein mexikanisches Gericht mit Fladenbrot und Guacamole. Das Massaker in El Paso einige Tage später wurde von einem weißen Rassisten ausgeführt, der bewusst Mexikaner erschießen wollte. Und der sich in einem seltsamen Pamphlet rhetorisch eindeutig auf Trumps Reden berufen hat. Also die Ähnlichkeit zwischen diesem Manifest und Trumps Rhetorik, die Ähnlichkeiten sind frappierend. Wäre dieses Manifest eine Doktorarbeit, man müsste eigentlich wegen Plagiatsverdachts den Titel aberkennen. Trump sagt aber, er sei kein Rassist. Und woran merkt man, dass Trump besonders großen Quatsch erzählt, wenn er einen absurden Superlativ bemüht und die Dinge oft wiederholt? I am the least racist person. I am the least racist person. I am the least racist person. Because I am the least racist person. By the way, I am the least, just so you know, I am the least racist person. The least racist person that you've ever seen. Okay. Yeah. Good, ich glaube, ich habe verstanden, er ist der am wenigsten rassistische Rassist aller Zeiten. Natürlich haben die Massaker auch nichts damit zu tun, dass es in den USA für jedermann Waffen zu kaufen gibt. Es gibt ja wirklich immer wieder Meldungen in den USA, wie diese hier. Frau bekommt bei McDonald's kalte Pommes serviert und schießt vor Wut um sich. Eine Meldung im Stern. Kalte Pommes serviert, schießt vor Wut um sich. Ein normaler Mensch fragt sich da doch, wieso hat denn überhaupt da jeder Depp eine Waffe dabei? Der Präsident würde sagen, das wäre nicht passiert, wenn die Pommes auch eine Waffe gehabt hätten. Uns Deutschen ist das doch alles sehr, sehr fremd. Deswegen ist es wohl Zeit für eine Rede an die Nation, eine Rede von Donald Trump
an die deutsche Nation. Und Max Giermann übersetzt das für uns. Hello, my fellow German people. Hallo, meine lieben Deutschen. I'm speaking to you tonight, bringing great news. Ich spreche heute zu Ihnen als Überbringer großartiger Nachrichten. For more than 10 days, there has been no massacre or mass shooting in the United States. Seit mehr als 10 Tagen gab es kein Massenshooting mehr in den Vereinigten Staaten. And this is my success. Und das ist mein Erfolg. When I heard about the terrible attacks in El Paso and Toledo. Als ich von den El Paso und Dayton, oder? Als ich von den Anschlägen hörte, I reacted immediately. Twitterte ich sofort. I went there. Ich ging dorthin. Beautiful cities, by the way. Wunderschöne Städte übrigens. Fantastic food. Fantastisches Essen. Wonderful people. Wundervolle Menschen. But the atmosphere was a little depressed, to be honest. Very rude. Excuse me, Mr. President, what are you talking about? Toledo. Dayton. What? Dayton. What? Dayton. Whatever. Let me tell you something. People who are mentally ill should not be allowed to have weapons. Geisteskranke sollten keine Waffen haben. We have to talk about our gun laws. Wir müssen über unsere Waffengesetze sprechen. Kommt da jetzt doch noch zur Vernunft. These twisted monsters killed children. So we definitely need free guns for everyone under 12. Gratiswaffen für alle unter 12, ja, das klingt alles andere als vernünftig. Ja. The fake news media say I'm responsible. They say I'm a racist. Die Fake News Medien sagen, ich sei ein Rassist. I'm not a racist. Ich bin kein Rassist. Believe me, I'm not a racist. It's true. In fact, I'm still a huge fan of Bill Cosby. I don't think he did anything wrong. Well, Mr. President, that doesn't prove you're not a racist. I mean, this is just stupid. Everybody knows there are two things I really hate. Es gibt zwei Dinge, die ich wirklich hasse. Racism and Mexicans. Oh, God. Mr. President is fine. And let me tell you one more thing, okay? In times like these, we all feel how important it is to have a president like me. A president full of empathy, who is able to feel your pain and grief. Ich. Sorry. Gott stehe uns bei. Good night. Gute Nacht. Max Giermann und Max Giermann. Wobei man nicht sagen kann, dass Trump das Leben der Menschen in den USA scheißegal ist, das ist verkürzt. Das Leben von Tieren ist ihm genauso scheißegal. Letzte Woche hat die US-Regierung den Artenschutz für bedrohte Tierarten gelockert. Unter anderem den vom Weißkopfseeadler. Es ist das Wappentier der USA. Den wird es wohl auch nicht mehr lange geben. Stattdessen wird es dann ein Truthahn. Das war Extra 3. Es geht weiter, meine Damen und Herren, mit dem vielversprechenden Bühnenprogramm eines sehr, sehr hoffnungsvollen Nachwuchs-Comedians. Also es würde mich nicht wundern, wenn der bald zum Geheimtipp wird. Es geht weiter mit mir. Bis gleich.